Tonbandraritäten bei Hör mal zu. Heute 1963. Inspektor Pink und das Geheimnis der verschwundenen Brieftasche. Gute Unterhaltung. Man sieht vielleicht ein anderer. Wenn ich nicht sofort das Geld kriege, ist in 2 Minuten die Polizei da. Moment. Sagen Sie mal, ein Dampfer per Nachbar. Aber das Mensch klaut mir die Brieftasche mit 62 Pfund. Du fiesiger Hund, du dreckiger! Schlage vor, Herr Nachbar, wir machen den Quatsch unter uns aus. In dieser Gegend hier die Polizei holen, ist doch nicht höflich. Komm, du bist ein gutes Kind, gibst dem Onkel seinen Käse zurück. Auch. Und in Zukunft bleib bei deinem erlernten Beruf. Wie fielst du das Reis für dich? Meinem ganzen Leben habe ich noch keinen Freier gefilzt. Dann rück's raus, Mavis. Ich hab seine dreckigen Moneten nicht angefasst. Aber die Brieftasche, die war an ihrem Mantel. Schnauze! Alle beide. Oder wollt ihr, dass die Polypen hier rumschnüffeln? Was glauben Sie wohl, wer Sie sind? Kann ich rumbrüllen, solange das passt. Sie, der Laden hier, der steht unter dem Schutz meiner Gewerkschaft. Und wir schuften für unseren Kies. Ehrliche Arbeit. Ja. Und du rückst jetzt die Kohlen raus. Au. Oder ich stelle dich auf den Kopf und schüttel sie einzeln aus der Tasche. Die Dreckspfoten von mir, du... Na los. Zahle aus, auf. Das ist mir gut mäßig. Oh, das hier. Gib das mal ganz schnell wieder her. Du legst eine Wundesammlung an, wie? Also, Schwester. Ja, fang du auch noch an. Idiotenanstalt ist das hier. Lauter Bekloppte! Das ist vielleicht die hier unter der Zeitung? Hau doch den stärksten Neger von der Palme. 5 Pfund im Eimer und meine Gewerkschaftskarte. So, jetzt will ich aber wissen, wer hier glaubt. Darf ich ein bisschen mitmachen, Herrschaften? Ein neues Gesellschaftsspiel, was? Ich kenn's zwar noch nicht, aber ich lern's sehr rasch. Guten Abend, Mr. Pink. Guten Abend. Aileen, was zu trinken für Mr. Pink? Was vom Besten? Bemühe dich nicht, Aileen. Und du, Woller, wirst mich so schnell nicht los. Was ist das für ein Krawall? Man hört euch 3 Straßen weit. Nichts. Da wirklich nichts. Kleine Meinungsverschiedenheit. Komm. Mach die Zähne auseinander, wenn du mit mir redest, ja? Also los, raus damit. Was war hier los? Nichts, Chef. Ehrlich. Nichts Ehrliches. Das scheint wohl eher zu stimmen, wenn ich euch Brüder hier betrachte. Ich glaube kaum, dass ich Sie schon mal hier gesehen habe, was? Ich komme nicht oft in die Stadt. Aus dem Norden? Ja, so ungefähr. Ich meine... Na los, Archie. Nur mal raus mit der Sprache. Erzähl dem Herrn Chefinspektor schön, wer du bist. Ich möchte keine Unannehmlichkeiten. Ja, Unannehmlichkeiten können Sie hier allerdings bekommen, Freundchen. Eine ganze Menge. Ich empfehle Ihnen dringend, halten Sie sich von diesen Figuren da fern. Was da auch los war, Herrschaften. Zimmerlautstärke. Verstanden? War er hier? Ja, Mr. Pink, ich habe ihm gesagt, dass Sie ihn sprechen wollen. Was spielen wir hier eigentlich? 1, 2, 3, wer hat den Ball? Oder ich sehe etwas, was du nicht siehst? Worauf wartet ihr denn eigentlich? Oder soll ich euch mal eine Zeit lang in die Kur schicken? Los, hör ab. Wenn der Inspektor nicht zahlt, schreib's auf für immer. Er war wohl wieder auf Tour, was? Und wo steckt er jetzt? Aileen, hast du je gehört, dass ich irgendeinem meiner Kunden mein Wort nicht gehalten habe? Nein. Na also. Er steckt bei uns nicht in der Klemme. Wenigstens im Augenblick nicht. Aber ich muss ihn sofort sprechen. Verstehst du? Unbedingt, sofort. Muss. Er soll uns helfen. Sie meinen, dass er jemanden verpfeift?
Dann strengen Sie sich erst gar nicht an. Wer redet denn vom Verpfeifen, du dummes Stück? In seiner alten Wohnung habe ich ihn nicht mehr getroffen. Also wo treibt er sich jetzt rum? Weiß wirklich nicht. Lüg doch nicht so dämlich. Wie er aus dem Knast kam, da hast du ihn doch abgeholt. Ich kann's nicht sagen, Mr. Ping. Ich kann's nicht. Ist auch nicht sehr anständig von Ihnen, dass Sie mich danach fragen. Sie kennen die Spielregel genauso gut wie ich. Man darf Polizisten keine Auskunft geben. Ich muss hier meinen Lebensunterhalt verdienen. Du magst Libby, ja? Hast ihn gern, ne? Jetzt hör mal zu, Eileen. Wenn er uns in dieser Sache hilft, dann werden wir so manches Vergangene vergangen sein lassen. Und werden seine albernen Kunststückchen als, naja, also sagen wir mal, als Zauberkunststückchen betrachten. Ne? Und nicht als Diebstahl. Ja, behält das Geld nicht für sich. Vielleicht nicht alles. Aber ob er das Geld nun anonym an das Asyl für heimatlose Hunde schickt oder ob es für sich verputzt, in den Augen des Gesetzes ist und bleibt das Diebstahl, Eileen. Und wenn er sich weiter so geschickt zum Affen macht, wie er das anscheinend heute Abend hier wieder getan hat, dann könnte es sein, dass ich doch mal die Geduld verlieren muss. Und dann werden wir ihn kassieren. Also komm, sag schon, Kleiner, wo steckt er? Du tust ihm damit einen großen Gefallen. Es ist keine Falle. Versprechen Sie es. Ist schon versprochen. Komm, ich hab's eilig. Und Sie verlangen auch nicht von ihm, dass er jemanden verpfeift? Auch das verspreche ich. Gut. Kilburn W35. Unterm Dach. Dank dir, Kleine. Mr. Pinky. Eileenchen? Wenn Sie ihn jetzt in die Bredouille bringen, ich mach sie kalt mit meinen eigenen Händen. So wahr mir Gott helfe. Schreiben Sie auch das in Ihr kleines Buch. Geht in Ordnung, Kleine. Kilburnweg 35 und am Dach. Hanti. Wer ist da? Das Gesetz, Libby. Mach auf. Und kein Unfug, wenn ich bitten darf. Ah. Sie sind's, Mr. Pink. Augenblick, bitte. Ja, mach schon. Ja, ja, gleich. Aha. Dein neues Quartier, Slippy? Oh, kleines Provisorium. Nervös, Slippy? Ganz und gar nicht. Keiner kann so frei von Sünden sein wie der Sünder, der gerade von der Buße kommt. Ich bin es seit Freitag raus und noch keinen Finger bei vom schmalen und dornigen Pfad der Tugend abgewegen. Wollen Sie nicht Platz nehmen, Inspektor? Mhm. Ich war überhaupt noch nicht aus dem Haus. Das stimmt. Wenn man davon absieht, dass du in der Kopfflasche in Soho warst, dort ein paar Brieftaschen gezogen und ausgewaschen hast, ganz nettes Häuflein Kies hat sich da zusammengeleppert, nicht? Ja, und dann hast du noch drei Gorillas und eine wilde Biene, derartig hübsch angeschmiert, dass sie beinahe mit Rasiermessern aufeinander losgegangen wären. Oh, aber Mr. Pink. Pack doch die verfolgte Unschuld weg, Slippy. Ich bin aus einem ganz anderen Grunde hier. Mir ist das nämlich völlig wurscht, wie viel Gimpeln, Gaunern und Ganoven du da die Taschen ausräumst. Und mir ist auch vollkommen Schnurz, ob du die Marie versäumst oder ob du sie dem Asyl für heimatlose Hunde überweist oder dem Kampfbund zur demokratischen Erneuerung des Strafvollzugs. Mir alles egal. Ich bin Chefinspektor der Detektivabteilung. Kein Polizist, der sein Revier ablatscht. Ich brauche deine Hilfe, Slippy. Ich war nicht da, habe nichts gesehen und kenne keinen wieder. Du sollst niemanden verpfeifen, Slippy. Was ich brauche,
ist so eine gewisse technische Assistenz. Ja. Und wie sieht die aus? Ich möchte, dass du jemand die Taschen ausräumst. Hm. Für mich. Mr. Pink, die ist kurz zu ihrer Pensionierung. Du wirst nicht unverschämt, sonst sag ich dir die Rübe ab, ja? Ich bin zwar ein altmodischer Beamter, aber was ich hier anbiete, das ist ein Geschäft. Wessen Geschäft? Der Regierung. Aus einem gewissen Whitehall-Büro ist etwas verschwunden. Und der Bursche, der sich's unter den Nagel gerissen hat, steht leider unter diplomatischem Schutz. Wir haben keine Möglichkeit, an ihn ranzukommen. Ja, und was weiter? Du sollst ihn filzen und sollst es uns zurückbringen. Das wär's in groben Zügen. Pinky, ist das eine Abmachung unter Ehrenmännern alter Schule? Ich meine, Sie haben nicht etwa vor, mich den Trick aller Tricks vorführen zu lassen. Und wenn er dann geklappt hat, ist es Ihr Supertrick, mit dem Sie auf einen Schlag alle meine Tricks beenden. Hm? Vielleicht benutzt du mal diese alte Luxuskabine da oben, die du für deinen Kopf hältst. Ja? Du weißt verflucht genau, Slippy, dass Scotland Yard nicht mit solchen Methoden arbeitet. Und dann, warum sollten wir uns auch so eine Mühe machen, so einen lächerlichen kleinen Taschenfilzer zu kaschen, der uns sowieso über kurz oder lang ins Netz geht? Entschuldige, aber du wolltest es ja so genau wissen. Das Gesetz trampelt so viele zarte Dinge unter seinen klobigen Stiefeln. Oh. Also ich selbst, ich betrachte mich als Idealist. Also, Slippy, bitte lass jetzt diese Rächer der enterbten Romantik. Außerdem kenne ich sie auswendig bis hierher. Ja, schon gut. Ich habe also jetzt noch 1,5 Stunden Zeit. Spielst du mit, ja oder nein? Wenn's hinhaut, sind für dich 100 Pfund drin, Slippy. 50, wenn's ohne dein Verschulden schief geht. Hm. Na ja, ich weiß ja, eigentlich kein Geschäft für dich. Hm. Eigentlich mehr etwas für einen Künstler wie Sampfoden-Toni. Aber der brummt ja jetzt leider gerade in Dartmoor. Pinky. Ja? Sie gehen zu weit, mich mit Toni zu vergleichen. Einem Kriminellen, einem lahmen, gichtfingrigen Abstauber. Da könnt ihr ja nicht mal die eigenen Knochen aus der Tasche ziehen. Ich erzähl dir doch nur, was jeder denkt. Na, das wäre ja gelacht. Ich mache mit. Gut. Hast du eine weiße Weste? Hä? Ich meine im Schrank. Nee. Ja, vielleicht noch ein Konfirmationsanzug. Nein, es ist absolut nichts zu berichten. Nein. Und Ihre pausenlosen Anrufe sind auch keine große Hilfe. Was? Na, dann sagen Sie dem Staatssekretär, dass wir alles tun, was wir können. Ach, das haben Sie ihm schon gesagt. Na, dann sagen Sie es mir eben nochmal. Ja, Inspektor Pink ist gerade dabei, den Burschen irgendwo aufzustöbern. Ja. Nur ich glaube keine Sekunde, dass die Geschichte klappen wird. Aber wenn diese Dokumente in die Hände von... Na, Sie wissen schon, wem kommen, ist doch die Hölle los. Moment mal bitte. Ja. Mr. Pink, Sir. Ja, bitte. Ich rufe Sie gleich nochmal an. Herein. Aha, Pink, endlich. Herr Oberst, wir haben Glück. Ich hab den Vogel. Ist das... Jawohl, das ist, Meine Freunde nennen mich Butterfinger. Ja, und das ist Herr Oberst Kammer. Smith, ja, ganz einfach Smith. Smith, ihr selbstverständlich natürlich, Oberst Smith. Butterfinger wird uns helfen. Ja, na Gott sei Dank haben Sie ihn noch gefunden. Obwohl ich ja, wenn ich ehrlich sein soll, nicht viel Hoffnung habe. Na, warten wir's ab. Na ja, warten wir's ab. Naja, aber auch der verzweifelste Versuch, die Dokumente wiederzubekommen, ist besser als gar nichts. Tja, dann fangen wir an. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Also, Einzelheiten. Hier. Das ist Ihr Mann. Er heißt Domkowski und ist Beamter einer gewissen Botschaft. Was für eine Botschaft? Na, das interessiert ja jetzt gar nicht. Wichtig ist nur, und das müssen Sie wissen, dass er uns etwas gestohlen hat. Und, dass er jetzt seinen Arbeitgeber betrügt und die Absicht hat, heute Abend, anlässlich einer Festivität, das Gestohlene einer dritten Botschaft zu übergeben. Und, haben Sie es kapiert? Was?
Achso, ja, natürlich. Ja, gut. Soll ich fortfahren, Sir? Ja, ja, ich bitte Sie doch darum. Alles, was Sie mal aufs Liebe. Der Boss der Aushilfskellner, die bei solchen Gelegenheiten immer herangezogen werden, der ist ein Mann von unserem Herrn Oberst Smith. Und der wird sagen, dass er nicht genügend Kellner hat und wird bei der Agentur anrufen. Ne? Und auf diese Art und Weise schaffen wir sie hier rein. Übrigens hat er schon angerufen. Sie schnappen sich ein Taxi und fahren dorthin mit einer Karte. Herr Oberst, darf ich Sie mal um die Karte bitten? Welche Karte? Ach, natürlich die Karte, ja. Bitte schön. Sobald Sie dort die Empfangsräume betreten haben, hängt natürlich alles weitere von Ihnen ab, Slippy. Ich meine, wo dieser Domkowski die Papiere versteckt, das weiß ich natürlich nicht. Wenn man denn die Papiere schon übergeben hat, bis ich hinkomme? Er wird nicht vor 10 Uhr auftauchen, das wissen wir genau. Inzwischen sind Sie ja längst dort. Ja, an wen wird es übergeben? Tja, wenn wir das wüssten. Ja, wie sehen denn die Dinger, die Papiere aus? Ich meine, Größe, Format und so. Ja, ich habe eine genaue Kopie dieser Papiere hier, bitteschön. Ah, ja. Da könnte ich so einen Umschlag und so ein paar Blätter haben. Ich brauche was zum Austauschen. Ja, natürlich, Sie können das hier behalten. Diese Papiere sehen genau aus wie das Original. Ist aber völlig harmlos. Hm. Inspektor Pink wird Ihnen unterwegs noch alles erzählen, was Sie sonst wissen müssen. Ja, eine Zigarette? Bibi, danke, ja. Tja, noch eins. Falls Sie geschnappt werden, wir können Ihnen da leider gar nicht helfen. Das müssen Sie auf Ihre eigene Kappe nehmen. Mich schnappt keiner. Ne? Prächtig, prächtig, mein Junge. Naja, wir werden hier sitzen, auf Sie warten, die Daumen drücken. Ja, nur wird es aber höchste Zeit, dass wir verschwinden. Kommen Sie. Ja, Sie müssen verschwinden. Wenn Sie wüssten, was jetzt alles von Ihnen abhängt, ich hoffe, Sie werden unser Vertrauen nicht enttäuschen. Also, Hals und Bein brauchen. Was wollen Sie? Oh. Ach ja, ich komme von der Dienstbotenagentur Woodside. Kommen Sie. Hör warten. Bitte. Hallo. Hallo. Тут какой-то чип. Говорит, что официант. Да-да. Да. Ладно. Schiff gleich kommen. Sie gehen. Ja, danke. Da bist du mir bereit. Also los, 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 los. So. Gut, dass Sie sind da. Ich habe gerade gesagt, Butler, dass wir brauchen 8 Aushilfskellner. Kommen Sie mit. Rot und Mantel, Sie lassen hier. Kommen Sie. Kommen Sie schnell. Nehmen Tablett und die Gläser. Oben ist wie verrückt im Haus. Ja? Wie? Hallo? Nein, da ist absolut nichts zu berichten. Was? Wie zum Teufel soll ich denn das wissen? Also, dann bestellen Sie dem Staatssekretär, er möchte in Zukunft gefälligst besser auf seine dämlichen Papiere aufpassen. Ah! Wohin du gehen, Brüderchen? Mir ist kurz übel, Genosse. Dieser Servierjob ist neu für mich. Die Burschen haben mir einfach eine Karte in die Hand gedrückt. Ab und Walzer. Fini, Cafisco. Hier warten. Du warst voll der Quatsch. Hier warten. Hey! Du warten. Na, wenn mir der Job nicht passt, dann passt mir eben nicht, nicht? Und dich geht dann einen feuchten Dreck an, oder? Du, hier warten. Du, ich bin englischer Staatsbürger, Genosse. Mit mir kannst du sowas nicht machen, verstehst du? Und dann schrutscht mir noch einen Buckel runter, Mann. Geschlossen. Du hier bleiben, Brüderchen. Oder? Sehr schlecht für dich. Was kannst du, wer bist du? Stutter Call. Button. Offizianter Koi. Chot was mit.
Er weiß, wo ich gehe. Schlechtes Personal. Hat die Brüche den Gast mit Wodka? Muss ich lassen. Lassen wir gehen. Ja, Herr Reich, lassen wir gehen. Frau Bergevaux, was hat er gesagt? Ich durchsuchen. Befehl. Was dreckst du? Komm, komm, mach dir eine Sache. Komm, komm, hier. Nein, nein. Befehl. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte. Nicht so. Ja, du hast was vergessen. Nicht so, Takova. Ladno, Puska, Idiot. Was ich sage, nicht Dieb. Schlechtes Personal. Hast du gefunden, was du suchst? Das Taschentuch habe ich der Herzogin von Tuten gestohlen, der Glimmstängel, den Prinzen von Blasen geklaut und eine Streichhölzer. Nicht so, war er tot. Oh, war er tot? Ich will immer sagen, was war. War Dummkopf. Bitte, bitte. Entschuldigen. Mir sehr leid. Ja. Sehr leid. Schon gut, Kumpel. Vergiss es. Irrtum, sagte der Igel. Danke. Sehr, sehr gütig. Nicht mal in diesem Fall. Sehr bedauerlich. Lass es, Kumpel, lass es. Na, ist. Kann ich jetzt gehen? Da, da. Bitte sehr. Also, Brüderchen. Mach's gut, mein Junge. Sehr gütig. Sehr. Mach's gut. Danke, danke, danke. Er hat's geschafft. Ja, beinahe wäre es in den Eimer gegangen. Wieso? Ja, wie ich gerade raus will, hat mich einer von diesen Pappkameraden gefilzt. Haben eine Menge Arbeit gemacht. Ja. Oh, und wie haben Sie die Papiere dann doch rausbekommen? Oh, wie mich der Lebkuchen gefilzt hat, da habe ich sie ihm in seine eigene Tasche geschoben. Ja, ja, wie sind Sie dann wieder an die Papiere rangekommen? Oh. Später haben wir es ein bisschen lieb gewonnen und uns sehr ausführlich die Hände geschüttelt. Slippy, Sie sind ein Genie. Ja, ein geniales Genie. Ich habe es Ihnen doch schon mal gesagt, Sir. Slippy ist der beste Mann in seiner Branche. Ja, Sie haben uns da wirklich einen ganz außergewöhnlichen Dienst geleistet. Wenn ich Ihnen nun, sagen wir mal, würden Ihnen 100 Pfund als angemessen erscheinen? Ah, danke, nein, wirklich nicht. Es wäre gegen meine Grundsätze, Sir. Ich bin Amateur. Tja, wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen. Slippy, machen Sie doch keine Geschichten. Also, gut, sagen wir 150 Pfund. Nein, nein, wirklich nicht. Lassen Sie nur. Ich danke Ihnen sehr, Sir. Ja, wenn Sie absolut nicht wollen, da kann man nichts machen. Sehr anständig von Ihnen. Dann entschuldigen Sie mich bitte einen Moment. Der Staatssekretär sitzt auf glühenden Kohlen. Den Staatssekretär bitte. Damit sind alle Ihre alten Rechnungen beglichen, Slippy. Für uns sind Sie jetzt so sauber wie ein neugeborenes Baby. Ach, reden wir nicht mehr darüber. Sie sind mir zu nichts verpflichtet. Was, der Staatssekretär ist nicht da? Aber ich muss jetzt wirklich gehen. Dann bestellen Sie ihm doch bitte Folgendes. Auf Wiedersehen, Sir. Warten Sie doch noch einen Moment. Ja, nein, nicht Sie, Fräulein. So ein Vergnügen, eine gewisse Erleichterung zu verschaffen, Sir. Ja, gut. Auf Wiedersehen, Sir. Bestellen Sie ihm, ist alles in Ordnung. Wir haben die Papiere. Ja, natürlich. Tja. Ich kann nicht mehr länger warten. Ja, ja. Ich möchte Eileen noch treffen, bevor die Kneipe dicht macht. Na gut, natürlich. Das arme Kind sorgt sich doch um mich. Ja, schön. Das kann ich gut verstehen. Ich komme morgen früh mal vorbei. Gut. Ja, ich rufe Sie dann gleich nochmal an. Ja. Also, Slip. Der hat's aber eilig gehabt, was? Ja, hat eine sehr wichtige Verabredung. Ach, schade, ich hätte ihm noch mal richtig gedankt. Ja, muss man eine andere Gelegenheit abwarten. Ist ja wirklich ein ganz außergewöhnlicher Bursche. Na, ohne ein Penny Honorar? Ist doch seltsam, was? Ganz außergewöhnlich. Naja, da kann ich das Geld ja wieder wegschließen. Was haben Sie denn, Herr Oberst? Ja, ist weg. Ganze Geld ist weg, alle 150 Pfund. Doch nicht möglich. Quittung. 150 Pfund empfangen für die Pensionskasse entlassener Sträflinge. Der Dank der Unterwelt ist Ihnen gewiss. Sehen Sie? Slippy ist halt doch der beste Mann in seiner Branche.